Seit Mo Monday denken konnte, lag ein Fluch auf ihr. Er ergriff sie, nahm sich ihrer völlig an und saugte jedes Leben aus ihr wie eine unbarmherzige Krankheit. Dies geschah, so erinnerte sich Mo Monday, schicksalshafterweise tatsächlich an einem Montag, in einer Winternacht, die so schwarz war, wie die Raben, die täglich mit ihren langen, gierigen Schnäbeln gegen die Fenster ihres kleinen Hauses klopften. Mo erinnerte sich an diese Nacht, als wäre sie gestern gewesen. Und das nicht zuletzt, weil ihr erster Gedanke an jedem weiteren Tag, an dem sie seither erwachte, die Kälte war, die sie auch in jenem unglücklichen Moment ergriffen hatte. Es war der Augenblick, in dem sie spürte, wie der ungebetene Eindringling sich über sie beugte und ihr mit seinem frostigen Atem jede Hoffnung raubte, je wieder normal zu sein. Und doch erinnerte sie sich nur an das Gefühl, welches der Unbekannte in ihr ausgelöst hatte. Seine Hände, kälter als Eiszapfen, die sachte über ihre Wangen strichen. Da gab es kein Gesicht, keinen Namen. Wäre sie dem Wesen, das damals alles Glück aus ihr hinaussaugte, jemals auf offener Straße begegnet, so hätte sie es nicht wiedererkannt. Selbst wenn sie ihm gegenübergetreten wäre, hätte es keine Rolle gespielt. Sie hätte sich nicht dafür rächen können, für das, was er ihr angetan hatte, weil sie seit der Nacht, die alles änderte, nie mehr irgendwer erkannt hatte. Nicht nur das, in dem Moment, in dem sie ihre zierlichen Hände zu Fäusten geballt und auf ihn eingeschlagen hätte, wäre sie nur durch ihn hindurch gestolpert. Denn in jener Nacht, jenem Albtraum, der ihr jeden Tag immer noch so präsent zu sein schien, hatte sie sich aufgelöst und war nun nichts weiter als ein Schatten, für niemanden sichtbar, außer für die, die genau hinsahen und im Rascheln der Blätter oder des Grases ihre Anwesenheit erkannten. Doch sie war nie einem Menschen begegnet, der dieses Talent besaß. So kam es, dass Mo auch an diesem Morgen, es war ein milder Sommertag, ihre Augen aufschlug und in den ersten Minuten ihres Bewusstseins erneut eine Nacht durchlebte, von der sie glaubte, sie wäre das Schlimmste, was ihr jemals zugestoßen war. Es war ein kurzer Moment, in dem sie erneut die Augen schloss und an den Schmerz dachte, der ihren kleinen Körper fast in Stücke gerissen hatte. So nagte er auch jetzt an jeder Faser ihres Körpers, bevor sie bereit war, aufzustehen. Schließlich konnte sie sich zusammennehmen, setzte einen Fuß nach dem anderen aus dem Bett. Sie aß nichts, stand nur auf, packte sich das dicke, alte, in Leder gebundene Buch, das auf ihrem Nachttisch lag, und trat mit einem schwächlichen Seufzen durch die Tür ihres Hauses. Es befand sich etwas abseits des englischen Dorfes Castle Comb, in der Grafschaft Wiltshire, und alle Bewohner hielten es für eine alte Hütte, in der schon seit langer Zeit niemand mehr gewohnt hatte. Auch wenn man sich Geschichten erzählte, dass der Wind die klagende Stimme eines Mädchens hinuntertrieb. Die Wahrheit würden sie nie kennen, weil sie Schatten, so wusste Mo, nicht sehen konnten. Und das war schließlich das, was sie war. Ein Schatten ihrer selbst. Als hätte man sie mit Fesseln an ein Dasein gebunden, das sie mit jedem Tag unglücklicher machte. Heute schien die Sonne über ihrem Kopf. Sie richtete ihre großen, dunklen Augen zum makellosen Himmel und fühlte, dass die Trauer an solchen Tagen nicht ganz so überwältigend war. Der Wind war mild und spielte mit ihren langen, dunkelbraunen Haaren, strich über ihre bleichen Wangen, wie als wollte er sie trösten und ihr schon jetzt die Botschaft überbringen, dass dies ein ganz besonderer Tag werden sollte. Heute war Mo Mondays 18. Geburtstag. Mo erkämpfte sich ein Lächeln, das zierte fast schon frostig ihre wohlgeformten, vollen Lippen, als hätte sie bereits vor einiger Zeit vergessen, wie man lacht. Sie biss sich auf ihre Unterlippe, als könne sie sich in diesem Moment sehr gut vorstellen, wie dumm das aussehen musste, und bewegte sich mit federleichten Schritten, denn sie war durchaus zierlicher Statur und hinterließ kaum Spuren im kniehohen Gras unter ihr den Hügel hinab, auf Castle Comb zu. Sie trug ein knielanges graues Kleid, das ihr bei jedem Schritt um die blassen Beine hüpfte. In ihren dünnen Fingern hielt sie das uralte Notizbuch, dem immer wieder neue Seiten wuchsen, sobald eine davon vollgeschrieben war. Mo wusste nicht, woher sie es hatte. Aber was sie wusste, war, dass es das Einzige war, was ihr Halt gab. Es war ihre liebste Beschäftigung, wenn es denn irgendetwas gab, das ihr lieb war, sich auf den Rand der Brücke in Castle Comb zu setzen
und die Menschen zu beobachten, die an ihr vorbeiliefen. Und weil heute ihr Geburtstag war, hegte sie die leise Hoffnung, dass vielleicht eine besonders interessante Person ihren Weg kreuzte, über die sie schreiben konnte. In dem Buch, das sie so fest gegen ihre Brust presste, lebten Hunderte von Geschichten, die sie den Menschen zugedacht hatte, die in Castle Comp lebten oder zu Besuch da waren. Da sie nicht zu ihnen gehen konnte, um mit ihnen zu sprechen, damit sie ihr selbst ihre Geschichten erzählen konnten, fühlte sie sich auf irgendeine Art und Weise dazu berufen, ihnen selbst welche zu geben. Ein Mensch ohne Geschichte ist ein trauriger Mensch, dachte sie. Da gab es zum Beispiel Aaron, den jungen Mann, der in der Bäckerei der Short Buttons arbeitete und immer nach Mehl und Zucker roch, wenn er nach Hause ging und Mo ihm ungestört folgen konnte, weil sie sein Duft nach Leben so faszinierte. Sie hätte alles dafür gegeben, so zu riechen. Sie hätte alles dafür gegeben, überhaupt einen Geruch zu haben, den jemand bemerken konnte, damit sich derjenige umdrehte und sie mit einem Lächeln bedachte, das sie seit 18 Jahren so sehr gebraucht hatte. Mo seufzte, als sie ihre Brücke erreicht und sich gegen die alten Steine lehnte. Ihr Blick schweifte hoffnungsvoll umher. Sie war auf der Suche, nein, auf der Jagd nach einer neuen Geschichte. Denn die waren das Einzige, was sie am Leben hielten. Außerdem hatte sie Geburtstag. Deshalb hatte sie das Gefühl, sie müsste sich unbedingt einreden, dieser Tag sei etwas ganz Besonderes. Doch Castle Comp war erstaunlich leer am heutigen Tage. Wie ein Geisterdorf, das von niemandem bewohnt wurde, außer einem weiteren Geist, einem Schatten. Mo kniff ihre Augen zusammen und hoffte, dass das ihre Sehkraft verbessern konnte, damit sie wenigstens eine Seele ausfindig machen konnte. Doch sie musste schnell feststellen, dass das Zucken ihrer Lider gar nichts brachte. Castle Comp antwortete mit frostigem Schweigen. Seine hübschen Steinhäuser standen reglos da. Nicht einmal hinter seinen Fenstern regte sich heute etwas. Es war, als wäre das gesamte Dorf in einen sanften 100-jährigen Schlaf gefallen. Frustriert schlug sie ihr Buch auf und blätterte ein wenig darin herum. Fast auf jeder Seite fand sie etwas über Aaron, dessen Geruch an jedem Tag eine andere, blumigere, süßere oder gar bittere Nuance mit sich trug. Sie schloss die Augen, um sich daran zu erinnern, wie er mit einem Korb Teigwaren über die Brücke zurück zu seinem Haus gelaufen war. Er hatte einen beschwingten Gang und seine goldenen Haare glänzten unter der Sonne oder wurden von einer frischen Brise Wind durcheinander gebracht. Einmal, nur ein einziges Mal war es vorgekommen, dass er urplötzlich innehielt und stehen blieb, als hätte er das Gefühl, beobachtet zu werden. Mo Monday war fast das Herz stehen geblieben. Ihre Kehle war wie ausgedörrt, als sie hoffnungsvoll darauf wartete, dass sich Aaron zu ihr umdrehte und sie ansah, direkt in ihre Augen. Er sollte sie einfach nur ansehen, nicht durch sie hindurch, nein, er sollte eintauchen in das Schwarz ihrer Pupillen und ihr die Wärme schenken, die sie von ihrem Fluch erlösen konnte. Doch das geschah nicht. Stattdessen rannte Aaron in die Bäckerei zurück, weil er, so dachte Mo, wohl etwas vergessen hatte. Du denkst zu viel, wisperte eine klare, reine Stimme direkt neben Mos Ohr. Und sie schrak so heftig zusammen, dass sie, als sie die Augen panisch aufschlug, fast über die Balustrade der Brücke direkt in den Fluss gefallen wäre, der unter ihr hindurchfloss. Neben ihr stand ein Junge in ihrem Alter. Er hatte braunes, gelocktes Haar, ein hübsches, aber farbloses Gesicht und zwei azurblaue Augen, die sie in dieser Sekunde mit einem etwas traurigen Ausdruck musterten. Du denkst zu viel, wiederholten die Lippen des blauäugigen Jungen, als wäre er davon überzeugt, dass Mo nicht zugehört hatte. Das Mädchen konnte nicht glauben, was in diesem Augenblick passierte. So aufgeregt war sie nicht mehr gewesen seit dem Tag, an dem sie dachte, Aaron hätte sie entdeckt. Ihr Herz schlug so heftig gegen ihren Brustkorb, dass sie Angst hatte, es würde diesen jeden Moment durchspringen. Der Junge legte neugierig den Kopf schief und lächelte sie an. Und du tust es noch immer. Es war eine Feststellung, von der Mo nicht wusste, was sie von ihr halten sollte. Du kannst mich sehen, presste sie schließlich hervor. Ihre Stimme klang seltsam fremd. Der Unbekannte holte tief Luft, als müsste er sich für das wappnen, was nun gleich über seine Lippen kommen sollte. Dabei fing er sie mit seinem Blick ein und kam ganz nah an sie heran, sodass sich fast ihre Nasenspitzen berührten. Mo Monday hielt die Luft an.
Ihr Gegenüber hob einen Arm, streckte seine langen, dünnen Finger nach ihrem Gesicht aus und strich dann ganz sanft darüber. Dabei hörte er nicht auf, Mo anzusehen. Warum kannst du mich sehen? Stieß Mo hervor. Ihre Stimme war immer noch ein klägliches Keuchen, ihre Augen so groß wie Unterteller. Es hatte etwas seltsam Befremdliches und doch Vertrautes, wie der Fremde so vor ihr stand und ihr so nah kam, wie noch kein Mensch es je in ihrem Leben getan hatte. Er war ihr so nah, dass sie spüren konnte, wie sein eigenes Herz pochte und ächzte, fast noch schneller, als das ihre gegen den Stoff seiner Kleidung polterte, wie ein Pferd, das zum Galopp ansetzte. Die Welt, Castle Comp, löste sich um Mo Monday auf. Sie zerbarst in tausende von kleinen, kristallenen Splittern aus Geschichten und Erinnerungen, die sie hier in ihrem Buch festgehalten hatte. Alle glitten sie funkelnd gegen den wolkenlosen Himmel und verloren sich dort im lauwarmen Sommerwind, der in diesem Moment die zärtlichste Melodie spielte. Mo vergaß alles, vergaß sogar jene schreckliche Nacht, in der sie das wurde, was sie nun war, und glitt hinein in diese sonderbare, zauberhafte Welt des Fremden, dessen Blicke sie auf die süßeste Art und Weise zu lähmen wussten. Jedes einzelne Haar an ihrem Körper war aufgestellt, wie elektrisiert. Während sie darauf wartete, dass der Junge ihr eine Antwort gab, mit der sich der Unbekannte quälend lange Zeit zu lassen schien. So waren seine Hände fast wie Stunden an der kühlen Haut ihrer Wangen, die rot aufglühten, weil sie sich nicht sicher war, was als nächstes passieren würde. Bestand die Möglichkeit, dass er sie wagte kaum, dieses Wort überhaupt in ihre Gedanken aufzunehmen, küssen würde? Er sah sie so merkwürdig an, schwieg, als müsste sie das, was er ihr sagen wollte, von seinen Augen ablesen können. Bitte, flüsterte sie schließlich, vollkommen atemlos, auch wenn sie sich nicht bedroht, aber ganz und gar überwältigt fühlte. So nah an diesem Menschen zu sein, so nah, dass sie den süßlichen Geruch seiner Haut nicht nur erahnen, sondern fast schmecken konnte. Sie senkte beschämt den Blick, als ihr bewusst war, dass ihr Kopf mittlerweile so rot wie eine Tomate sein musste. Das konnte der Fremde nicht dulden. Er schob seine Finger unter ihr Kinn und hob es an, sodass sie sich erneut gegenseitig anblickten. Mo Monday schluckte nervös. Was wollte dieser Mensch von ihr? Also versuchte sie es noch einmal. Bitte, keuchte sie. Sag mir, warum du mich sehen kannst. Jetzt setzte sich ein trauriges Lächeln auf die Lippen ihres Gegenübers, als würde es erkennen, dass es die Wahrheit nicht mehr länger vor dem verwirrten Mädchen geheim halten konnte. Warum ich dich sehe? Sagte der Fremde zärtlich, ließ von ihrem Kinn ab und strich ihr stattdessen sanft über die Haare. Diese Frage, Mo, ist einfach. Weil ich dich mit meinem Herzen sehe, nicht mit meinen Augen. Und dann beugte er sich ganz unverhofft nach vorne, füllte die wenigen Zentimeter, die ihn noch von ihrem Mund getrennt hatten, und küsste sie. Er war ganz vorsichtig, berührte ihre Lippen nur zaghaft und so, als wusste er ganz genau, dass er gerade gegen jede Vernunft gehandelt hatte. Mo Mondays Herz flatterte. Sie mochte das Gefühl, das die Lippen des Jungen auf ihren eigenen hinterließen, und lehnte sich nach vorne, um den überraschten Kuss zu erwidern. Doch der Fremde zog sich so schnell zurück, wie er sie geküsst hatte, drehte sich auf dem Absatz um, sodass er nun mit dem Rücken zu ihr stand. Für einige Sekunden verharrte er so, dann hatte er sich wieder gefangen und richtete sich an das Mädchen, das sich nun nicht nur fragte, warum sie plötzlich jemandem begegnete, der sie sehen konnte, sondern auch noch bei ihrem Namen kannte. Mo, flüsterte sie, du hast mich vorhin Mo genannt. So heißt du doch, oder? Entgegnete der Junge. Sie nickte. Aber woher? Wollte sie fragen. Doch der Fremde unterbrach sie. Das ist nicht wichtig, sagte er fast barsch. Dann schüttelte er nur den Kopf, als wäre es ihm unangenehm, so schroff dahergeredet zu haben, und seufzte dann eine gehörige Spur sanfter. Ich bin Wellam. Er trat vor, nahm sich ihre zierliche rechte Hand, verbeugte sich und benetzte ihre kühlen Finger mit einem kurzen Kuss. Wellam Westwind. Sie lächelte und steckte sich nervös eine Haarsträhne hinter ihr Ohr.
Der Kuss brannte noch auf ihren Lippen nach und ihre Fingerspitzen kribbelten von Westwinds Berührung. Er sieht mich nicht mit seinen Augen, sondern mit seinem Herzen, dachte Mo nervös. Wie zum Donner sollte sie das denn verstehen? Und woher kannte er ihren Namen? Erst jetzt bemerkte Mo Monday, dass Wellem einen großen Reisekoffer mit sich hatte, der neben ihm auf dem Asphalt stand. »Du bist auf Reisen?« Ihre Frage klang dämlich in ihren Ohren. Sie hatte nie üben können, sich mit jemandem zu unterhalten und fand, dass sie sich ganz fürchterlich anhörte. »Ja«, meinte Wellem, und ihr entging nicht, wie eine Träne in seinem rechten Auge aufblitzte. »Ich bin gekommen, um dich zu holen, weißt du?« Das Leben, das du fühlst, ist es. Es macht dich nicht glücklich. Westwind kam ins Stottern. Er räusperte sich und suchte mit seinem Blick den Boden auf, als hätte er dort etwas verloren. Oder täusche ich mich? Murmelte er schwächlich. Nein! Mo's Antwort kam viel zu schnell. Das entging auch Wellem nicht. Setzte er an. Wenn du also die Wahl hättest zwischen einem normalen Leben und... Er stockte. Was war nur los mit diesem Westwind? Mo Monday zog verwundert ihre Augenbrauen zusammen. Einem Leben, so wie du jetzt bist, mit mir, dann würdest du... Stille. Mo vermutete, dass Westwind darauf wartete, dass sie seinen Satz vollendete. Dann würde ich ein normales Leben wählen, sagte Monday. Und ihr Herz pulsierte heftig bei dem Gedanken, dass sie an diesem Tag, ihrem 18. Geburtstag, tatsächlich einem Menschen begegnet war, der wohl ein Heilmittel gegen ihren Fluch kannte. Wellem erwiderte nichts, er nickte nur stumm. Dann kniete er sich zu seinem Koffer hinunter und öffnete ihn. Mo staunte nicht schlecht, als sie sah, dass er leer war, denn anstelle eines Inhalts befand sich am Kofferboden etwas, das aussah wie eine Treppe, die an einen für sie unbekannten Ort zu führen schien. Westwind sah auf und winkte sie zu sich. Dann komm, ich kann dir helfen, ich weiß, was du brauchst. Da Mo Monday jemand war, der nichts zu verlieren hatte, folgte sie seiner einladenden Geste ohne zu zögern und stieg mit zitternden Knien in den Koffer hinein, die sich windende Treppe hinab. Zuerst umgab sie Dunkelheit, dann berührten ihre Füße goldenes Laub und als sie sich umsah, stellte sie fest, dass sie sich in einem nach Erde duftenden Herbstwald befand. Sie hatte noch nie in ihrem Leben etwas derart Anmutiges gesehen und drehte sich entzückt zu Wellem um, der hinter ihr die Treppe hinunterstieg, nachdem er die Klappe des Koffers geschlossen hatte. »Wo sind wir?«, fragte Mo, während sich Westwind zu ihr auf den gelbrot funkelnden Boden aus Herbstblättern gesellte. »In einem Wald«, erwiderte er trocken. »In meinem Wald.« Wellem blickte sie an. Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht. »Wirst du glücklich sein, wenn du erlöst bist?«, fragte er leise. »Ja«, antwortete sie. Er sah aus, als könnte er sich kaum zurückhalten, sie noch einmal zu küssen, schien sich dann allerdings zusammenzunehmen und nahm liebevoll ihre Hand. »Darf ich?«, fragte er leise. »Wenigstens für den Rest unserer kleinen Reise?« Sie hatte nichts dagegen einzuwenden und so erlaubte sie Wellem Westwind, dass er ihre Hand hielt. Er hielt sie ganz fest, so als würde er ahnen, dass er sie bald für immer verlieren würde. Aber hatte er sie jemals gehabt? Sie waren sich heute zum ersten Mal begegnet. Oder irrte Mo sich? Seine Hände waren stark und zugleich unglaublich liebevoll. Sie waren warm und konnten ein kleines Freudenfeuer durch Mandays kalten Körper schicken, das sie bis in ihre Haarspitzen vollends ausfüllte. Sie sprachen nicht, liefen andächtig durch das goldene Laub unter ihnen, um sich die leise raschelnden Bäume, die majestätisch ihre bunten Häupter gegen den Himmel reckten. Er war nachtschwarz, doch es leuchteten so viele Sterne auf seinem samtigen Gewand, dass es fast so hell war, als wäre es Tag. Die zahlreichen Blätter funkelten unter dem Schein der tausenden Girlanden, die jemand dort oben angebracht haben musste. Nach einer Weile hielt es Mandel nicht mehr aus und brach das Schweigen. »Westwind«, flüsterte sie zaghaft. Er zuckte zusammen, als wäre es höchst eigenartig für ihn, dass sie ihn bei seinem Nachnamen nannte. »Wohin bringst du mich?«, fragte Mo weiter. »Ans Licht«, erwiderte Wellem und seine Hand schlang sich noch fester um ihre. »Dorthin, wo ich nicht bin.« Das verwirrte Mo. Sie blieb abrupt stehen. »Was sagst du da?
Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Was soll das denn alles? Wir sind uns noch nie begegnet. Erst siehst du mich, dann nennst du mich bei meinem Namen, dann küsst du mich und jetzt willst du mich von meinem Fluch befreien. Sie entzog sich wütend seiner Berührung. Denkst du nicht, ich habe ein Recht darauf zu erfahren, warum das alles passiert? Monday verschränkte die Arme vor der Brust und funkelte Willem trotzig an, der ihre Worte mit einem traurigen Blick erwiderte. Du, flüsterte er, erinnerst dich nicht an mich? Auch wenn Monday jetzt einige Schritte nach hinten machte, kam er immer näher auf sie zu, war ihr fast so nah wie am Anfang ihrer Begegnung. Mo ist Monday, sagte er eindringlich. Erinnerst du dich an mich? Sie blickte ihn nur verwirrt an. Es war merkwürdig, ihren vollen Namen aus seinem Mund zu hören. Warum? Fuhr Westwind fort und durchbohrte sie mit seinem intensiven Blick. Warum denkst du, kann ich dich von deinem Fluch befreien? Warum denkst du, weiß ich überhaupt, dass es einen Fluch gibt, der auf dir lastet? Mandays Kehle zog sich augenblicklich zusammen. Eine eisige Kälte durchdrang sie. Weil ich derjenige war, Mo, der ihn dir auferlegt hat. Sie schnappte nach Luft. Sekunden verstrichen, in denen sie sich nur wortlos ansahen. Doch ihr kam es wie Stunden vor. Warum ich dich also sehen konnte, Moist, wisperte Willem schließlich. Weil du endlich volljährig bist und heute der Tag ist, an dem ich dir das erste Mal gegenübertreten konnte, seit du dich verwandelt hast. Denn jetzt bist du voll und ganz das, was ich aus dir gemacht habe. Es sollte weniger die Frage sein, warum ich dich sehen kann, als vielmehr die Feststellung, dass du mich jetzt wahrnimmst. Er streckte eine Hand aus und fuhr ihr damit über ihre glühenden Wangen. Sie wollte seine Finger wegstoßen, doch sie schaffte es nicht. Warum ich dich bei deinem Namen nannte? Weil ich ihn dir selbst gegeben habe, Moist Monday. Er beugte sich hinab und gab ihr einen kurzen, kühlen Kuss auf die Stirn. Warum ich nicht widerstehen konnte, dich zu küssen, seufzte er daraufhin. Weil ich eine halbe Ewigkeit darauf gewartet habe, es zu tun. Jetzt zog er Mo an sich, nahm sie von seinen langen, starken Armen und presste sie dabei fest an seine Brust. Und warum ich dich retten möchte? Weil ich gesehen habe, wie unglücklich du bist und mir nichts ferner liegen könnte, als dich in ein Unglück zu stürzen. Ich dachte damals, ich hätte dich gerettet. Du warst 2 Jahre, Moist, ein Kind, allein, ohne Eltern. Du wärst gestorben, wenn ich dich nicht verwandelt hätte. In was hast du mich verwandelt? Presste Monday zwischen ihren zitternden Lippen hervor. Sie konnte es nicht verhindern, dass ihr eine Träne über die Wange lief, mit dem Gedanken an jene grausame Nacht, in der sie ihr Gesicht verlor und seither nichts weiter war als ein Schatten ihrer selbst. Niemand sieht dich, Mo. Aber glaub mir, hättest du es versucht, hätte dich jeder spüren können. Du magst ein Schatten geworden sein, aber nicht vollkommen unsichtbar. Selbst die Menschen riechen dich, hören dich, fühlen dich. Nur sehen werden sie dich nie. Du bist wie ich, Mo. Unsterblich. Aber warum jetzt erst? Das Mädchen schnappte nach Luft und löste sich aus der Umarmung von Willem. Warum kommst du jetzt erst zu mir? Warum erzählst du mir das jetzt erst alles? Weil heute der Tag ist, an dem deine Verwandlung vollendet ist. Du bist jetzt ganz ein Kind des Windes, Monday. Emily Greenwood, das war dein Name, bevor ich dich umgetauft habe. Moest, Est. Das französische Wort für Osten. Ein Ostwind, geboren in einer eisigen Winternacht. Du hättest mich davor nicht sehen können, weil ein Teil von dir immer noch Mensch war. Jetzt bist du 18 und wirst es auch für immer bleiben. Falls du dich nicht umentscheidest und zurückgehst, zurück zu den Menschen, zurück zu Emily Greenwood. Mo Monday schluckte. Sie sah zu Boden und wusste nicht, was sie sagen sollte. Willem fing wieder an, sich ihr vorsichtig zu nähern. Mo, wenn du nur wüsstest, wie wunderschön du geworden bist. Ich kann den Gedanken kaum ertragen, dass du wieder zurück willst. Du hast so gelitten. Ich habe es gesehen, jeden Tag. Und ich möchte nicht, dass du es weiterhin tust. Du bist nicht fähig, ein Leben zu führen, das Einsamkeit bedeutet. Und trotzdem schreit mein Herz nach dir. Ich möchte, dass du bleibst. Dass du hier bleibst mit mir. Gibt es mehr von uns? Krächzte Monday schwächlich. North und South, sie haben mich erschaffen. Du würdest die Letzte sein, erwiderte Westwind. Aber du musst dich jetzt entscheiden. Ist dieser Tag erst einmal herum, gibt es kein Zurück mehr.
Und ich weiß, wie schwer das für dich sein muss. Ich kenne dich dein ganzes Leben lang und ich liebe dich mehr, als mir guttun würde. Und du weißt nur, dass ich das Monstrum war, das dich verwandelt hat, zu diesem Schatten, der du nun bist, unsichtbar für alle Menschen. Wellen senkte den Kopf. Er schien es sichtlich zu bereuen, dass er Mo solches Leid zugefügt hatte. Deshalb, Mo, ist, würde ich keinen Augenblick zögern, dich von deinem Leid zu erlösen. Er wies auf einen der Bäume, auf dem sich wie durch Zauberhand eine Tür bildete. Wenn du dorthin durchgehst, wirst du geheilt, flüsterte er mit trauriger Miene und sie nickte nur. Du könntest nicht mehr wiederkehren. Jetzt war es Mo, die den Abstand zwischen sich und Wellem ausfüllte, vorsichtig vor seine bebende Brust trat und die großen, blauen, nun unendlich traurigen Augen betrachtete. Du liebst mich? Stieß sie leise hervor. Würde ich es nicht tun, würde ich dich zwingen, hier zu bleiben, entgegnete Westwind. Es war ein Wispern, kaum fassbar, und es verlor sich schwerelos im raschelnden Laubwald. Sie stellte sich auf ihre Zehen und küsste ihn sanft, rann mit ihren Fingern durch seine Locken, und als sie ihn losließ, glänzten Tränen auf ihren blassen Wangen. Es tut mir leid, flüsterte sie, aber ich denke, du weißt, dass ich nicht bleiben kann. Und damit drehte sie sich um und lief raschen Schrittes auf den Baum mit der Tür zu. Er rannte ihr hinterher, packte sie am Arm, wirbelte sie herum und umschloss sie in einer letzten, festen Umarmung. Dabei sagte er, Mo, was du hinter dieser Tür findest, ist ein Spiegel. Er kann dich heilen. Ein Spiegel? Sie war überrascht. Ihr Menschen solltet endlich lernen, entgegnete Westwind mit schwerfälligen Seufzen. Wenn ihr das Gefühl habt, dass euch niemand sieht, dass ihr unsichtbar seid, dann liegt das daran, dass ihr euch noch nicht selbst erkannt habt. Du musst dich selbst erkennen, wenn du willst, dass es auch andere tun. Er küsste sie auf die Stirn. Einmal, zweimal, konnte sie fast nicht loslassen, wusste aber, dass er gar keine andere Wahl hatte. Wirst du, murmelte Mo zurückhaltend, mich weiterhin sehen können, wenn ich wieder zu Hause bin? Ich habe dir doch schon einmal gesagt, antwortete Wellem sanft. Ich sehe dich mit meinem Herzen, nicht mit meinen Augen. Du warst niemals unsichtbar für mich. Jetzt schob er sie von sich. Geh, verlangte er und Monday sah, wie ihm eine Träne seine hübsche Wange hinablief. Geh jetzt, sonst werde ich dich nicht mehr gehen lassen können. Sie gehorchte, trat von ihm zurück, hinüber zur Tür. Und während sie noch ihre Hand auf den Knauf legte und sie aufzog, hörte sie, wie Westwind ihr ein aufrichtiges »Ich werde dich immer lieben, Most Monday« hinterherrief, bevor sie im Inneren des Baumes verschwand. Vor ihr prangte ein wunderschöner, in Silber gerahmter Spiegel. Sie erblickte sich auf seiner glänzenden, flachen Oberfläche und hatte das Gefühl, sich zum ersten Mal in ihrem Leben wirklich zu sehen. Da war nicht mehr das verängstigte, traurige Mädchen, das sie einmal gewesen war. Sie sah eine glückliche junge Frau, die voller Zuversicht einer neuen Zukunft entgegenblickte. »Hallo, Emily«, seufzte Mo, und dann wurde es schwarz um sie. Emily Greenwood erwachte auf einer sonnenüberfluteten Sommerwiese. Sie wusste, wo sie war. Tatsächlich war sie schon öfter hier gewesen, auch wenn sie ihre Blumen und Gerüche noch nie so intensiv wahrgenommen hatte. Sie trug ein strahlend rotes Kleid, sodass man sie kaum von den Tausenden von Mohnblumen unterscheiden konnte. Sie erblühte zu neuem Leben in diesem Meer aus wohlduftender Herrlichkeit. Sie reckte ihren Kopf in alle Richtungen und erkannte eine Silhouette in der Ferne, die immer näher zu kommen schien. Keine Minute später blieb Aaron vor ihr stehen und schenkte ihr ein unbeschwertes Lächeln. »Hey«, sagte er liebevoll und ließ sich neben ihr ins Gras fallen. »Du bist eingeschlafen?« Er gab ihrer Nase einen kleinen Stups und sie musste lachen. »Ich weiß nicht«, erwiderte sie. »Ihr war, als wäre ich...« Im selben Moment wusste sie nicht, was sie ihm weiter sagen sollte, was sie ihm erzählen wollte, denn tatsächlich konnte sie sich an nichts mehr erinnern, was eine Erzählung wert gewesen wäre. Ist heute mein Geburtstag?« fragte sie stattdessen. Aaron grinste. »Fängst du jetzt schon an zu verdrängen, dass du älter bist?« Er schmunzelte.
Es ist doch erst dein 23. Geburtstag. Und damit beugte er sich über sie und küsste sie leidenschaftlich. Doch Emily spürte nur den Wind, der sich leise wispernd um ihren Körper schlängelte. Heute wehte er besonders eindringlich. Der Autorin. Ich entdeckte Mo Monday unpassenderweise an einem Donnerstag. Es war eng, kühl, dunkel und roch nach Essig. Der säuerliche Duft sollte auch noch Stunden danach an meinen Händen kleben. Aber so ist das eben, wenn man in einem Fotolabor arbeitet. Die kleine Monday fiel mir in die Hände, als ich einen Teststreifen mit einem fertig entwickelten Bild verglich, um zu sehen, ob die Kontraste nun tatsächlich optimal herauskamen oder nicht. Auf meinem fertigen Bild sah man das Schweriner Schloss, vor ihm ein einsamer Mensch, der diesem stumm entgegenschlurfte. Und auf dem Teststreifen, da war er nun gar nicht mehr so allein. Man musste genau hinsehen, um sie zu bemerken. Mo Monday. So ist ihr Fund also weniger eine Geschichte als eine Entdeckung. Ein kleiner Schatten, fast zerbrechlich, gehüllt in ein Kleid. Sie folgte dem Mann unauffällig über die Brücke, die direkt zum Schloss führte. Sie muss noch ein Kind gewesen sein. Hätte sich der Fremde umgedreht, hätte er sie nicht gesehen, weil sie damals nichts weiter als ein Schatten ihrer selbst gewesen ist. Es sei denn natürlich, er hätte sie wie Wellam Westwind mit seinem Herzen und nicht mit seinen Augen gesehen.